Ja, danke schön. Dankeschön, Herr van Aalst. Wir setzen jetzt direkt fort, bevor wir dann in die Diskussion kommen, wollen wir mal schauen, was die Industrie beitragen kann. Auch dort gibt es Versuche und entsprechende Praxiserfahrungen. Wir freuen uns, dass Peter Kirschbauer hier bei uns ist. Er zeigt uns einen Praxisbericht aus Baden-Württemberg. 2 Jahre hat man dort das ein oder andere versucht und was Sie gemacht haben, das erklären Sie und stellen Sie uns vor. Bitte schön. Die Maus blättert auch. Gut. Ja, Selektivverträge in Baden-Württemberg, eine IT-Erfolgsgeschichte mit Perspektive. Herr Mangiapane hat eingangs ja gesagt, der Erfolg kommt dann, wenn fachliche Anforderungen die Technologie treiben und nicht umgekehrt. Ich glaube, in Baden-Württemberg haben wir da ein hervorragendes Beispiel. Die Gesetzgebung hat vorgegeben mit 73b, 73c, dass Selektivverträge, hausarztzentrierte Versorgungsverträge umzusetzen sind. Und die Industrie hat reagiert. Wir haben in 2008 den ersten Selektivvertrag in Baden-Württemberg umgesetzt. Die AOK Baden-Württemberg hat mittlerweile fast 1 Million Versicherte eingeschrieben in den Vertrag bei über 3.700 Hausärzten. Mittlerweile sind die weiteren Facharztverträge realisiert, Kardiologenverträge mit 160 Ärzten, Kardiologen in Baden-Württemberg. Erfolgsfaktoren hierfür natürlich auch die technische Umsetzung. Ohne die technische Umsetzung ist es nicht realisierbar. Es gibt zertifizierte Vertragssoftware in der Praxis und es gibt Technologien, die es erlauben, diese Selektivverträge auch effektiv abzubilden. Die ICW hat mit dem ICW-Kern eine wettbewerbsneutrale, partnerschaftlich orientierte Lösung zur Integration von Arztinformationssystemen bereitgestellt. Softwaremodule, die ohne eigene Oberfläche in den Praxisverwaltungssystem integriert werden und mittlerweile über 27 Verträge oder aktuell 27 Verträge im ersten Quartal 2011 35 Verträge abbilden konnte. Die Ansteuerung der Funktionen durch den Arzt erfolgen innerhalb seines gewohnten Praxisverwaltungssystems. Und in Baden-Württemberg und Bayern sind mittlerweile mehr als 7.000 dieser Selektivvertragskerne im Einsatz. Thesen, die wir aus 2 Jahren Erfahrung mit den Selektivverträgen hieraus ableiten. Kassen suchen vermehrt die Steuerung ihrer Versicherten innerhalb von Selektivverträgen. Also wir reden hier nicht von administrativen Prozessen, sondern von Versorgungssteuerung, die realisiert ist, teilweise populationsorientiert, sektorübergreifend und auch differenzierend für die Kassen, was den Wettbewerb anbelangt. Es wird eine zunehmende Vielfalt der Verträge nach § 73 b, c und auch 140 zu sehen sein. Wir werden auch weitere Managementgesellschaften sehen, die helfen, diese Vertragskonstrukte zu definieren und umzusetzen. Die Verwertbarkeit der Daten aus Selektivverträgen ist gegeben für Qualitätssicherungsaspekte, für Abrechnungsaspekte und Vergütungsmodelle, die unterlegt sind. Die Praxisverwaltungssystemindustrie ist einem zunehmenden Druck ausgesetzt, diese Selektivverträge umzusetzen und auch mit der steigenden finanziellen Belastung und einer fraglichen Rentabilität zurechtzukommen. Daher glauben wir, dass Standards helfen, diese sektorübergreifenden Versorgungsmodelle auch umzusetzen und Standards, die hohe Sicherheit auch mitbringen, sind Grundvoraussetzungen für die Umsetzung solcher Versorgungsmodelle. Ja, leider blättert die Präsentation nicht so ganz gut durch. In der nächsten Abbildung ist ganz kurz illustrativ die Lösung skizziert. Ein Kernmodul, der sich um die Abrechnung, die Teilnahmeprüfung, die Rabattierung
Substitution von Medikation und Formulare kümmert, über Web-Services angebunden an die Arztinformationssysteme und dann entweder online oder offline an die verschiedenen Backend-Rechenzentren konnektiert wird. Ein Update-Server sorgt dafür, dass die Daten und die Regeln, die der Kern benötigt, um diese Selektivverträge abzubilden, auch permanent aktualisiert werden kann. Ja. Stärken einer Software-Kernlösung. Es können sehr viel verschiedene Verträge abgebildet werden, effizient, denn es gibt ein Kompetenzteam, das ausschließlich sich darum kümmert, hier Reuse, also Wiederverwendbarkeit zu erkennen, Muster zu erkennen dieser Verträge. Eine nahtlose Integration in die Praxisverwaltungssysteme wird angeboten. Wir standardisieren, benutzen Standardisierung und Schnittstellen, die marktgefordert sind. IHE-Kompatibilität wird mehr und mehr gefordert. Wir haben Online-Updates, um dort aktuell zu sein. Quartalsweise Auslieferung und Zertifizierung der Module. Ein aufwendiger Prozess, der hier auch zentralisiert bereitgestellt werden kann. Und last not least dann die Konsolidierung komplexer Anforderungen durch ein Anforderungsmanagement, das sich mit den Anforderungen von den jeweiligen Kassen auseinandersetzt. Ja, beschließen möchte ich gerne mit einer kurzen Gegenüberstellung. Tut mir leid, dass es so lange geht mit den Blättern. Wir glauben, dass der industrialisierte Kern für die Industrie, die diesen Herausforderungen ausgesetzt ist, eine gute Wirtschaftlichkeit präsentiert. Wenn wir mal auf die Kosten für die Praxisverwaltungshersteller schauen, um diese Möglichkeiten umzusetzen, sind sie mit einer standardisierten, industrialisierten Kernsoftware eher gering, bei einer nativen Umsetzung hoch. Die Konsistenz der Umsetzung ist mit einer zentralen, standardisierten Lösung optimal, bei individuellen Umsetzungen eher kritisch. Die Konsistenz der Ergebnisdaten kann sichergestellt werden. Kosten für die Zertifizierung sind zentralisiert, vertretbar, in Einzelumsetzungen hoch. Die Qualität der übermittelten Daten ist gesichert. Die Gesamtbilanz Kosten-Nutzen im Gesundheitswesen ist über eine Industrialisierung dieser Selektivvertragskerne sehr hoch. Wir glauben, dass wir damit einen guten Beitrag leisten, um auch fachliche Anforderungen im System umzusetzen. Und damit möchte ich gern meinen kurzen Vortrag beschließen. Herzlichen Dank, Herr Kirschbauer.